Eisbären-TV. Bärenstark. So, das war der Gegencheck. Jetzt an meiner Seite Billy True. Billy True, du warst ja noch in der Saison davor bei den Eisbären. Jetzt beim EV Landshut, ihr seid Spitzenreiter. Wie läuft es in Landshut? Wie geht es dir persönlich? Sag mal ein bisschen einen Ausblick zur Zwischenrunde, was euer Ziel ist. Ja, servus erst. Ja, wir sind Spitzenreiter jetzt nach dem Sieg gegen Rosenheim am Freitag. Natürlich, das ist unser Ziel. Oben mit dabei ist alles eng. Oben, erste bis vierte, fünfte ist alles eng beieinander. Aber wir freuen uns, dass wir oben dabei sind. Und wir versuchen jetzt heute 3 Punkte zu holen, wo wir wissen, das ist nicht einfach. Regensburg ist auch eine gute Mannschaft. Und aber wir kämpfen jetzt um Playoff-Platzierung und ist immer einfach oben. Wie geht's dir nach deiner Verletzung? Bist du schon wieder zu 100% fit? Ja, das geht schon. Ich habe schon am Freitag gespielt und ist alles gut gegangen und ich bin wieder dabei. Okay, zweite Frage, wie lange willst du noch Eishockey spielen? Du bist ja schon jetzt über 40. Wo geht dein Weg hin? Gute Frage. Ist immer Jahr zu Jahr. Aber das macht mir Spaß. Ich habe jetzt gerade 6 Wochen Pause gemacht wegen der Knieverletzung. Und das hat mir gejuckt. Ich wollte mit den Jungs spielen, auf dem Eis spielen und mitkämpfen. Und ich freue mich jetzt, dass ich wieder dabei bin. Ihr habt jetzt ja 3 Ausländer im Team mit Viktor Lennersen. Hat ja verlängert bis zum Saisonende. Wie siehst du seine Qualitäten? Der scored ja ohne Ende. Der spielt richtig gut. Der schießt Tore. Der ist ein Oberliga-Topscorer. Der hilft uns sehr. Und ich glaube, in der nächsten Zeit ist Wrigley wieder fit. Und dann haben wir eine schwere Entscheidung, weil Devin spielt auch gut hinten. Mhm. Und dann muss Axel entscheiden, welche 2 spielen. Axel Kammerer ist ja von Bad Hölz. Die sind ja aufgestiegen nach Landshut gekommen, wieder zurück in die Oberliga. Was sagst du zu ihm, zu seinen Qualitäten als Trainer? Der hat es jetzt mit Bad Hölz geschafft, dass er Meister wurde und jetzt mit Landshut auch ganz vorne. Ja, der tut einen super Job. Der ist ein richtig ehrlicher Mensch. Der sagt uns die Wahrheit jeden Tag und wir müssen alles geben und unsere Einstellung, unsere Leistung jeden Tag bringen oder er sagt uns und das ist gut. Der hat Aufstiegsqualität. Danke dir, Billy, fürs Interview. Heute viel Glück mit deiner Mannschaft. Das war jetzt Billy True vom EV Landshut. Wir gehen jetzt nochmal in die kurze Werbeunterbrechung und Anschluss daran der heutige Spieltag und ein Rückblick am vergangenen Freitag. Bis gleich.